So, ihr Lieben, los geht es mit der Ladentour. Angefangen natürlich bei der Basis aller Sträuße. Das ist das Grün. Hier haben wir Aralienblätter, hier haben wir Pitu, wir haben Pistazie, wir haben Eukalyptus. Ist auch immer sehr gefragt. Heidelbeere. Und jetzt gehen wir mal hier so den Weg Richtung Laden. Gibt es noch einen wunderschönen Bund Schleierkraut. Das ist das großblütige Schleierkraut. Und hier geht es dann schon los jetzt mit den, ja, hier zur Linken natürlich jetzt noch mit Blättern, die wir um die Sträuße rum brauchen. Auch nochmal Heidelbeere und Pistazie. Und hier geht es jetzt los mit den Blumen. Da haben wir diese wunderschönen Ecuador-Rosen. Ecuador zu erkennen daran, die sind in zwei Längen gepackt, weil die kommen im Flieger und das sind diese wunderschönen Köpfe. Also es sind ganz tolle Rosen und die sind zweistufig gepackt, damit die nicht so viel Platz, ja, so sind die dann aneinander gepackt, noch ein bisschen tiefer die unteren, damit die nicht so viel Platz brauchen, weil die kommen ja ohne Wasser aus Ecuador. Dann haben wir schöne Alstromerien. Das sind Inka-Lilien, das sind diese kleinen und Hypericum, weil wir wollen ja viele Sträuße in Rot und das ist so knackig und frisch und man sieht immer die Frische von dem Hypericum, wenn die Blätter so schön sind. Ja, und hier sieht man auch, die Blätter sind alle total knackig und wenn das Hypericum älter wird, dann sind die Blätter anders. Dann haben wir natürlich nochmal Rosen, die längeren Rosen, hier sieht man, die stehen etwas höher. Und hier gibt es diese wunderschöne Rose White Naomi. Es gibt auch Red Naomi. Und das ist jetzt hier die White Naomi. Und da haben wir also auch hier eine schöne Stückzahl. Wir brauchen auch tolle Blüten zum Zwischenbinden. Das ist jetzt eine Mini-Chrysantheme. Mumi genannt. Und dann gibt es Kamille. Wir haben schöne Nelken. Nelken sind so ein Traum. Es wissen gar nicht alle, wie schön Nelken sind. Wir brauchen natürlich viele Rottöne für die Sträuße. Wir haben lila Nelken zu rosa Sträußen. Dann hier diese wunderschöne Waxflower. Die ist ganz oft auch in Hochzeitsfloristik, wird die mitverarbeitet. Hier haben wir noch eine Rose mit, die beugen sich fast alle ins Regal rein. Eine Rose mit so einem schönen pinkfarbenen Rand. Eine orangene Rose mit einem riesen Kopf. Ja, man muss mal sehen, wie groß die Rose ist im Verhältnis zu meiner Hand. Ja, wenn ich mal den Daumen nebendran halte. Also die haben irre Köpfe. Wunderschön. Dann gibt es auch, das ist auch eine Ecuador Polianta Rose. Das ist jetzt hier ein Stiel. Ja, der hat hier so viele Blüten. Und dahinter verbergen sich natürlich noch mehr in Rosa, in Aprikot. Hier kommen wir wieder zu den schönen Farben Rot. Rot brauchen wir sehr viel. Dann gibt es auch noch in Orange und Rosa kurze Rosen. Es gibt ja auch kleine Sträuße, nicht nur große Sträuße. So, jetzt geht es mal hier weiter. Dann ist natürlich hier schon einiges vorbereitet. Das ist ein roséfarbenes Schleierkraut. Das ist auch sehr schön. Das ist ein bisschen schöner als das Weiße. Ja, unseren Tisch mit Lilien, Anemonen, mit Callas, mit Germini, weiße Lilien. Die brauchen hier richtig Zeit, bis die aufgehen. Dann gibt es schöne Nelken. Nelken, ja, ich bleibe da dem Thema immer wieder hängen. Hier ist also auch eine wunderschöne. Und die hat hier so eine, ja, so eine schöne peachfarbene Mitte und diesen roséfarbenen Rand. Und die hat auch so einen richtig dicken Kopf. Ja, man sieht hier also auch, wie dick die ist. Wobei ich auch diese grünen Nelken sehr liebe. Nelken sind die wenigen Blüten, bei denen man die Nelke tatsächlich öffnen darf. Ich nenne das immer so scherzhaft Geburtshilfe. Ja, hier haben wir so liebevoll kleine, schöne Giveaways für Valentin. Das sind so Pflänzchen, die wir eingepackt haben. Und ja, das sind auch nochmal schöne Blüten für dazwischen, Nelken. Dann haben wir so lange Callas. So, hier geht's runter. Hier geht's so in die roséfarbene Ecke. Ein ganz großer Korb voller Rosen. Ein Strauß in Rosé. Dann auch große rosafarbene Chrysanthemen. Und passend dazu eine fliederfarbene Rose, die Memory Lane. Inka-Lilien, diese schönen kleinen. Also hier sieht man auch, wie hübsch die aufgehen. Ja. Und ja, dann haben wir Germini, Ranunkel nicht zu vergessen. Die sind dieses Jahr sehr rar und sehr edel. Germini in mehreren Farben, Schleierkraut in Weiß. Zum Zwischenbinden eine richtig schöne, lange Korkenzieherweide.
Hier gibt es auch noch mal französische Tulpen, eine ganz große Vase französische Tulpen. Dann noch mal eine Chrysanthemenart, die auch sehr schön ist für rosa und rote Sträuße. Die bietet so schön den Übergang. Hier gibt es einen tollen Kranz, den wir auch anbieten, die Kränze mit, ja, ein bisschen für, mit Valentinsmäßig dekoriert, auch mit diesen schönen Sisalherzen. Diesen Kranz würde ich auch versenden natürlich. Schreibt mir einfach eine Mail. Ich habe ihn noch zweimal. Dann sind sie weg. Ja, und hier geht es auch noch mit kleinen Vorräten. Das ist rosa Limonium. Dann gibt es noch blaue Hyazinthen. Für frühlingsmäßige Sträuße eine schöne gefüllte Tulpe. Eine Crispy-Tulpe. Die haben also diese tollen Zacken hier oben dran. Und auch noch, ja, so ein Hauch von Gelb. Also ich finde, das sieht immer fast aus. Ich hatte neulich eine Tulpe, da war das auch dran. Aber da sah das aus wie ein Weiß, war das da dran. Und das sah aus wie Kokosraspel. Das war echt der Hammer. Dann gibt es hier noch eine hübsche gefüllte Tulpe. Ja, und dann haben wir noch einige Bestellungen. Da muss ich jetzt den Zettel erstmal runternehmen. Keine Namen im Video, ne? Und hier warten also die ganzen Rosen. Die sind jetzt alle geputzt und ich kann euch sagen, wir haben hier mit einigen Mann fleißig Rosen geputzt und es hat Stunden gedauert. Wir haben Germini alle angeschnitten, gedrahtet. Ja, und diese schönen Sachen warten jetzt alle auf ihre Empfänger. Es gibt auch noch Leute, die auch ein bepflanztes Frühlingskörbchen verschenken. Und morgen werden hier viele fleißige Hände in den Laden kommen und werden dann mal anfangen, diese ganzen tollen Blumen zu verarbeiten zu den schönsten Valentinssträußen. Also die Fortsetzung folgt morgen. Da werde ich euch dann einfach mal ein paar Sträuße und Fotos oder auch mal ja kleine Aufnahmen von den Händen meiner fleißigen Mitarbeiterin. Das werde ich euch alles mal reinstellen. Ich sage einfach bis morgen. Macht's gut. So, es ist jetzt einen Tag nach Valentin. Das letzte Herz hängt noch im Schaufenster. Es ist wieder diese schönen roten Sisalherzen. Das blende ich euch nochmal ein. Die Vase, die wunderschöne rote Vase, die ist jetzt wohl verpackt und wir haben einfach ein bisschen Frühling, Farbe, Frühlingsblüher, dass es hier so richtig frisch ist, haben wir hier stehen. Und ja, und ihr auch schön tolle Farben und haben die unseren ganzen Laden mal wieder ein bisschen umgestaltet. Wir sortieren uns gerade. Und was macht man am Tag nach Valentin? Gibt es natürlich wieder ganz liebe YouTuber, die Bestellungen haben. Und hier ist übrigens ein wunderschönes, knuffiges Blüten-Sushi. Ja, und so sieht es dann aus bei Flower Style am Tag danach. Hier stehen also fertig die Kisten gepackt, die auch an euch alle gehen. Und nur mal so als Beispiel, wie das dann auf die Reise geht. Hier ist es also eine Vase von dem Regal. Ist so richtig schön in diesen festen Schaumstoff verpackt und damit die nicht raus kann, gibt es noch ein Herz, dann gibt es Korkenzieherweide und schöne Blumen. Dieses Paket geht heute raus und das ist auch ganz interessant, weil ich zeige euch mal, das sind ja auch wieder Vasen von meinem schönen Regal, die ich hier immer so zeige. Hier sind quadratische Vasen und oder hier diese Kugelvase, die finde ich ja persönlich ganz, ganz klasse. Die ist mein Favorit. Ja, und so gibt's immer welche, die sagen, oh Margit, ich hätte gern die und die Vasen und irgendwelche schönen Sachen hier aus dem Laden. Ja, und dann zeige ich euch die immer mal. Aber jetzt gehen wir erstmal zum Video. Ach, und hier ist noch was Tolles, das ist immer so die Ladenrundschau. Hier ist ein wunderschöner, riesiger Strauß. Da sind 5 Lilien drin. Das ist der Hammer. Ja, die sind ganz knospig. Und wenn die aufgehen, dann gibt es einen Mega-Strauß, weil ich muss immer mal so eine Relation. Man kann das immer gar nicht ermessen, wie groß der ist, weil wenn ich jetzt dahinter stehen würde, dann wird man das sehen. Naja, und hier ist noch ein sehr schönes Werkstück. Es ist ein Kranz aus Zweigen. Das ist jetzt auch fürs Frühjahr eine wunderschöne Arbeit. Und ich persönlich, ich liebe diese Senfgelbe, diese Trauerweide. Und wenn die noch nicht ausgeschlagen ist, kann man da so tolle Sachen damit machen.
Wollt ihr mal so ein Video sehen, auch wenn man wieder einen Kranz bepflanzt oder auch so einen Kranz macht? Sowas wäre auch natürlich ein ganz tolles Thema. Ja, aber ich würde sagen, jetzt gehen wir zum Video und dann geht's gleich in den Arbeitsbereich. Hallo ihr Lieben, so jetzt geht's endlich los mit dem Video und unser Videothema ist ein bunt gemischter Tulpenstrauß, wie ich hier schon in den Händen halte. Und ja, das ist immer so ein Vergleich, also wenn man jetzt diese Tulpen hat, die kann man in die Vase stellen und die fallen dann so. Das ist auch schön, aber es geht natürlich auch noch schöner, ist immer Geschmackssache, ja, das stimmt, aber es geht natürlich auch noch schöner und wenn wir die Tulpensträuße binden, den Kunden, wenn diese nicht pur wollen, dann binden wir die ganz oft mit Heidelbeere und mit ein bisschen Eukalyptus und es gibt auch Tulpensorten, die sind auch relativ weich im Stiel. Hier habe ich also so eine Kandidatin, die ist wirklich weich im Stiel, die ist bildschön, ja, aber wenn ich die dann in die Vase stelle, dann liegen die irgendwann auf dem Tisch. Sowas habe ich zu Hause im Moment auch. Ist ein Träumchen, aber ich liege dann nicht immer auf der Tischplatte und guck sie an. Und deswegen ist es natürlich ganz toll, wenn man die Tulpen mit Heidelbeere bindet. Heidelbeere ist so ein schönes Grün, das auch ganz toll ausschlägt. Und da wachsen sogar die Heidelbeeren dran. Das kann man also aus den Sträußen wirklich aufheben. Und da kommen dann die kleinen grünen Blättchen. Und damit kann man dann so Tulpen, die so rumeiern, das hat ja jeder von uns schon gehabt, die kann man ganz toll binden und dann bleiben die in der Heidelbeere natürlich auch richtig schön stabil. Und dann sieht es ganz anders aus, dann sieht es fast aus wie Mohn, ja, also so richtig toll. Und manche Tulpen brauchen einfach Stütze. Oder ein weiterer Grund ist natürlich, die Heidelbeere zu verwenden, wenn ich den Strauß einfach üppiger haben möchte und der soll richtig was darstellen, und das ist jetzt auch ein Strauß, der soll geliefert werden, dann ist das auch super. Es gibt währenddessen auch andere Tulpen, wie zum Beispiel hier diese Tulpe, die nennt sich Strong Gold. Und ihr seht, sie ist wirklich strong, weil die eiert nicht rum, ja, und die hatte ich auch schon hier im Laden. Es ist natürlich hier kalt, ja, bis zu 2,5 Wochen stehen. Und die ist richtig toll. Die gibt's auch, die Strong ist wirklich eine tolle Sorte, weil die gibt's in 2 Varianten. Aber wisst ihr was? Bevor wir zum eigentlichen Video kommen mit dem Straußbinden, zeige ich euch noch mal 2 Sachen kurz. Und zwar, ich hatte ja neulich diese schönen Körbe mit Seidenblumen. Und hier diese wunderschönen großen Körbe. Man sieht mich kaum dahinter. Diese tollen Körbe mit Seidenblumen, wunderschön groß. Da waren diese Ranunkel drin und diese Korkenzieherweide. Und die Weide und die Ranunkel, die sind schon unterwegs in der Kiste, wie ihr vorhin gesehen habt. Aber ich habe immer noch diesen tollen Korb. Da kann ich natürlich dann auch die Füllung rausnehmen. Da ist jetzt Trockensteckmasse drin und auch nochmal so eine Lage Moos, wo man dann auch wieder Zweige und eine Deko reinstecken kann. Und diesen Korb, ich müsste natürlich wieder eine Kiste suchen, aber ich brauche ein bisschen Platz hier drin. Ich habe einfach den Korb jetzt reduziert, der war bei 68, der ist jetzt 48 plus Porto. Porto, ich glaube 10 Euro Porto muss ich schon nehmen, weil die Kiste relativ groß wird und weil die auch ein bisschen Gewicht hat. Ja, das ist auf jeden Fall. Also ich sage, für 58 Euro könnt ihr gern mailen an youtube@flowerstyle.de. Ich schreibe auch die Abmessung von dem Korb nochmal rein. Margit braucht Platz und es sind so schöne, so ganz tolle Körbe, die auch so witterungsbeständig sind. Die sind einfach diese tolle, dicke Flechtung. Ist ein echter Hingucker. Oder man räumt ihn aus und sagt, ich mache da ein paar Decken rein im Wohnzimmer. Also es ist für ganz viele Zwecke wunderschön. Oder man macht Drainagevlies rein. Ich muss mal gucken, hat der Folie? Ach, der hat Folie. Ja, also oder man bepflanzt ihn einfach, macht unten eine Drainage rein, macht dann tolle Hortensien rein. Hortensien lieben viel Erde, können dadurch das Wasser toll speichern. Und dann so eine buschige Hortensie, der friert nicht so schnell durch, im Winter an die Wand gerückt. Ach, ihr seht schon, also mir fallen viele Sachen ein. Aber vielleicht fällt euch jemand von euch auch was Tolles ein. Schreibt mir. Es gibt noch einen von diesem ganz großen, das ist jetzt der letzte, der sucht eine Heimat.
Ja, dann habe ich noch ein was Wunderschönes, was eine Heimat sucht. Und zwar, ich habe hier eine ganz tolle Vase. Das ist eine Tulpenvase, wie man unschwer erkennen kann. Hier sind ja auch die Tulpen im Design. Und die hat Vorder- und Rückseite. So, mit Tulpen gefüllt haben wir sie. Hier ist eine Tulpe und auf der Rückseite haben wir eben diese drei. Und die ist auch ganz dick und ganz schwer. Kann man es hier sehen am Rand? Ganz dick und ganz schwer. Die habe ich tatsächlich auch reduziert. So, jetzt kommt gerade Kundschaft. Jetzt machen wir mal kurz Pause. Schneide ich raus, alles gut. So, ich mache ein YouTube-Video gerade. Das schneide ich dann raus. Ich lasse den weiterlaufen. Alles gut. Hi. 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 So, Kundschaft ist weg. Ist alles abgeholt. Es war was Bestelltes. Ja, also diese schöne Vase. Da war ich stehen geblieben. Die habe ich auch mal aufgrund der Tulpenzeit, habe ich gedacht, ach, die biete ich euch auch mal an. Die ist, Moment, Zollstock gibt immer Info über alles. Die ist richtig schön dick und schwer und die ist 26 cm hoch. Und die versende ich für 35 Euro inklusive Porto. Ja, ist also auch ein Unikat. Und richtig schön mit wenigen Blüten. Und ihr seht hier, was ich einfach gemacht habe, ist, ich habe ein bisschen Moorbirke oder ein bisschen Heidelbeere oder Zweige. Also man kann einfach ein paar Zweige reinmachen, ein paar schöne Tulpen. Falls die Blumen zu kurz sind, die ihr habt, kann man auch Folie reinmachen und kann die, oder man macht eben die Zweige und lässt die Blumen, die Stiele, steckt die nicht bis ganz zum Boden, sondern lässt die einfach da drin ein bisschen schweben, Hauptsache die sind im Wasser. Und am schönsten ist es natürlich mit französischen Tulpen. Das sind jetzt französische Tulpen, die sind natürlich wunderbar lang, aber das sind normale Tulpen, die sind natürlich deutlich kürzer, ja, einfach mal so der Vergleich. Aber man könnte normale Tulpen nehmen und steckt die einfach nicht bis zum Boden rein. Und das Schöne an dieser Vase ist eigentlich, dass die Öffnung so klein ist, dass man überhaupt nicht viel Blumen braucht für diesen schönen Spaß. Naja, auf jeden Fall lasse ich jetzt mal diese Vase, lasse ich mal im Hintergrund stehen, zum Appetit machen und komme jetzt tatsächlich zu meinem Video. Ich habe also hier diese wunderschönen gemischten Tulpen und jetzt seht ihr die auch. Ich mache mal die Kamera ein bisschen tiefer, dann seht ihr auch die Tulpen. Mich kennt ihr ja und so, das ist gut so. Ja, so, wunderbar. Mich kennt ihr ja. Ich bück mich auch ein bisschen, damit ihr mich besser seht. Ich sortiere mir auf dem Tisch immer ganz gern die Tulpen nach Farbe. Vorteil ist dann, wenn ich den Strauß binde, dann kann ich einfach besser die Tulpen greifen, weil ich möchte natürlich auch die Farben entsprechend verteilen im Strauß, so dass es dann auch ja, harmonisch und gut gemischt aussieht. Und was ich im Vorfeld jetzt schon gemacht habe, das ist immer ganz wichtig. Ich habe einige Blätter abgemacht, weil wenn diese Blätter, die hier sind, die, da habe ich viele abgemacht, wenn die nämlich in der Bindestelle sind, dann wird einfach das Wasser schneller schlecht. Und ich versuche es zu vermeiden, dass die Blätter im Wasser sind. Und Tulpen haben immer noch, was ich, zwei, drei Blätter, die mache ich ab. Und wenn nicht alles abgeht, dann mache ich auch nochmal hier dann mache ich nochmal ein bisschen was mit Messerchen ab. Ich habe ein bisschen Vorarbeit geleistet, weil im Video will ich ja euch nicht langweilen mit Tulpen putzen. Das muss schnell gehen. Und da lasse ich dann immer einfach nur so drei Stück übrig. Und habe jetzt also diese wunderschönen Tulpen. Das ist jetzt auch wieder eine Sorte. Das ist das Pendant zu den Strong Gold. Und das ist die Tulpe, die heißt Strong Love. Und die ist auch sehr, sehr, sehr stabil und hält ganz toll. Und strong, also sie ist auch strong, weil man sieht auch, der Stiel ist unglaublich stabil. Die macht ihrem Namen alle Ehre. Dann habe ich eine tolle Crispy Tulpe. Ja, die ist so rot gezackt im Stiel. Nein, nicht im Stiel, in der Blüte, Entschuldigung. Ich habe irgendwie lange Tage mit Valentin hinter mir und das sieht dann hier so ein bisschen aus wie Kokosraspel. Ja, es ist ganz, ganz irre, ja, was die Natur alles hervorbringt. Neulich hatte ich eine, die war in Lila und die hatte in Weiß diese Grissel. Dann habe ich weiße Tulpen dabei, habe auch Aprikot, Gelb und würde sagen, ich fange jetzt einfach an. Ich nehme Heidelbeere und ich nehme auch, was sehr, sehr schön ist, ich nehme ein bisschen Eukalyptus
mache ich im Strauß rein. Und hier mache ich bei dem Eukalyptus auch ein paar Blätter ab. Die gehen am besten ab, wenn ich den Stiel von unten nehme und nach oben ziehe. Wenn ich das andersrum mache, gehen die ganz schlecht ab. Und ich muss das einfach andersrum machen. Das sind natürlich so Erfahrungswerte. Falls ihr sagt, oh, diesen Eukalyptus würde ich auch gerne in meinen Strauß machen, dann geht zu eurem Floristen und bestellt Eukalyptus Baby Blue. Ich schreibe euch das nochmal im Video unten rein. So heißt diese Eukalyptus-Sorte. Und ich finde sie für Tulpensträuße, finde ich, ist das mit Abstand die schönste Eukalyptus-Sorte, die es gibt. Ich mag das total und ich finde, das macht eine wunderschöne Optik. Und dann nehme ich einfach mal ein kräftiges Stück Heidelbeere und fange an zu binden und habe hier jetzt zum Beispiel auch schon eine Tulpe, die, wie eingangs die anderen, die einfach so weich ist im Stiel, dass ich die in der Heidelbeere, ja, in die Heidelbeere einfüge. Und dann ist die, dann gewinnt die sofort an Stabilität. Und es sind halt, wie gesagt, die sind nicht alle so stabil. Das ist vielleicht auch ein bisschen wie bei den Menschen. Manche, die brauchen ein bisschen mehr Halt. Und dann geben wir denen halt den Halt. Das kriegen wir auch hin. So, und jetzt kommt schon unser Eukalyptus ins Spiel. Manchmal, wenn ich den so gern dazwischen hätte, dann füge ich den einfach von oben in die Heidelbeere ein und mache da so einen Stiel Eukalyptus. Und manchmal ist der auch so hübsch verzweigt. Ja, das ist natürlich dann erste Sahne. Das ist besonders schön. Und man sieht auch schon, dass der Eukalyptus so ein tolles, ja, so spielerisch in den, zwischen den Tulpen noch so ein schönes Element macht. So, ich habe mir jetzt einfach so einen ganzen Stapel Heidelbeere hier neben mir hingelegt. Man kann die Heidelbeere, entweder man bricht die oder man schneidet sie. Ja, es geht also beides, weil Heidelbeere kann man auch super gut brechen. Zeige ich euch gleich mal. So, und jetzt kann ich eigentlich wirklich Tulpe für Tulpe hier aneinander fügen. Und drehe den Strauß natürlich ab und zu in den Händen. Es gibt auch bei mir ein paar Einsteiger-Videos, Straußbinden in der Spirale für Einsteiger. Habe ich auch alles sehr ausgiebig erklärt, wie man den Strauß hält, wie man das schafft, dass der Strauß in der Spirale ist. Und ja, das, ich denke, ich wiederhole es jetzt nicht jedes Mal, weil sonst würden manche sagen, oh, die Margit, die erzählt jetzt mal das Gleiche. Ja, das ist natürlich Quatsch. So, hier habe ich jetzt so ein Stück Heidelbeere, das würde ich gern brechen. Und dann gehe ich einfach her und breche das auseinander. Ja, die lässt, also da brauche ich nicht mal eine Baumschere. Und so, und versuche also immer, guck immer, was fehlt noch an, ja, welche Farbe fehlt. Und kann die Tulpen so richtig schön aneinander fügen. Immer mal wieder ein Stückchen Eukalyptus dazwischen. Ja, und so binde ich jetzt mal den Strauß und jetzt mache ich euch einfach einen kleinen Schnelldurchlauf rein. Weil dazu kann ich auch gerne Zeitraffer nehmen, weil das ist natürlich jetzt zu langweilig zu sehen, wie ich jede einzelne Tulpe hier ja, binde. Also hier haben wir jetzt unseren Strauß, nur mit Eukalyptus und Heidelbeere gebunden. Und man sieht hier auch, er ist also in der Spirale gebunden, weil alle Stiele gehen in eine Richtung. Ja, die laufen alle quasi so rüber. Die Spirale hat natürlich auch einen Grund. Ja, das ist so die Basics der Floristik. Die Spirale hat den Grund, dass ich das so binde, dass die Stiele nicht gequetscht werden. Ja, wenn die alle in eine Richtung laufen, dann können die sich nicht gegenseitig abquetschen, wie wenn die so gekreuzt werden. Weil es gibt ja auch in einigen Sträußen ziemlich weiche und empfindliche Stiele.
Ich kann durch die Spiralbindung, ich kann den Strauß natürlich besser halten, weil hier hat man schon das beste Beispiel. Meine Hände, die gehen nicht mehr zusammen, aber durch diese Spirale fallen die vorderen auch nicht raus. Und jetzt nehme ich meinen Bindebast und binde den Strauß ab. Geht zweimal rum. Ich habe den Strauß im Grunde genommen schon fest und mache meinen Knoten und binde den ab. Und man muss sich da also selber erziehen, nicht so kreuz und quer zu binden. So, es sind keine Stiele in der Bindestelle. Es ist so fest, der Strauß, dass ich ihn im Grunde genommen an einem Stiel halten kann. Er fällt nicht auseinander, ist immer so ein kleiner eigener Test. Ja, und wenn die Tulpen jetzt dann noch mehr aufgehen, dann wird das so ein richtiger Farbknaller, aber ich finde es jetzt schon toll, dann wird es ein richtiger Farbknaller bei der Empfängerin. Ja, das war jetzt heute mein Tulpenstrauß und ich dachte, ich mache einfach mal wieder was Saisonales und so ganz lässig, locker mit Grün. Heidelbeere bekommt ihr auch beim Floristen, ist auch nicht teuer. Eukalyptus natürlich auch beim Floristen. Eukalyptus wächst bei uns nicht, leider. Sehr, sehr schade. Doch, es gibt einen Winterharten, der im Garten wächst, aber wenige haben Eukalyptus. Es gibt einen sehr schönen Winterharten Eukalyptus und ich habe eine Kundin, die einen hat, der ist riesig, die schneidet den jedes Jahr, zu meiner Freude. Ja, und ansonsten sage ich einfach danke, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Danke fürs Gucken. Und ja, vielen Dank für die tollen Rückmeldungen und sorry, dass ich vom Valentin nicht mehr Fotos gemacht habe. Ich hatte einfach keine Zeit, ich konnte nicht. Wir waren froh, dass wir die Sträuße machen konnten. Wir hatten so viel zu tun und ich hatte keine Sekunde, um auch noch Bilder zu machen. Und da habe ich gedacht, naja, jetzt ist Valentin vorbei und jetzt gibt es wieder einen schönen Tulpenstrauß. Und so ein bisschen Valentins Erinnerung ist ja auch die Tulpe Strong Love, weil das erinnert ja auch an die Liebe. Aber Liebe sollte nicht nur an Valentin vorhanden sein, sondern einfach immer. Das ist am allerschönsten. Also, ihr Lieben, macht's gut, bleibt gesund, freue mich aufs nächste Mal mit euch und sage einfach Tschüss. Ganz liebe Grüße von eurer Margit.